Hallo, mein Name ist Jana und ich mache eine Ausbildung zur Tourismuskauffrau mit Schwerpunkt Reiseveranstaltung bei der Touristik Deutschland GmbH. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen, überhaupt eine Ausbildung zu machen? Ich konnte in der Schule eher weniger mit Zahlen anfangen, muss ich sagen. Ich war eher für Sprachen, Gesellschaftswissenschaften, also zum Beispiel Geschichte, Politik. Aber auch Erdkunde, das lag mir alles eher. Und dazu kam auch, dass ich mich schon immer einfach für verschiedene Kulturen interessiert habe. Und ja, deshalb habe ich erstmal ein Studium angefangen, der Amerika-Studien und Kulturwissenschaften. Einfach weil das zu 100% meinen Interessen, meinen Fähigkeiten entsprochen hat. Ja, ich habe dann aber festgestellt, dass das Studium sehr theoretisch ist und überhaupt keine Praxisanteile hat. Ich aber jemand bin, der einfach praktisch lernt. Ich muss Sachen tun, um sie wirklich zu lernen und zu verinnerlichen. Deshalb habe ich mich im Endeffekt entschieden, das Studium zwar fertig zu machen, aber noch eine Ausbildung hinterher zu machen. Wie habe ich mich jetzt also entschieden, die Ausbildung zur Tourismuskauffrau zu machen? Also ich wusste von Anfang an, dass ich unbedingt in einer lebendigen Branche, in einer internationalen Branche arbeiten möchte. Und dadurch, dass ich selber unglaublich gerne reise und verschiedene Kulturen erlebe und kennenlerne, da hat sich die Touristikbranche einfach angeboten, weil sie genau diese Kriterien vereint. Und ich wusste auch von Anfang an, dass ich aber nicht im Reisebüro arbeiten möchte, weil ich im Studium durch verschiedene Nebenjobs schon festgestellt habe, dass so viel direkter Kundenkontakt einfach nichts ist, was ich im Job auf einer täglichen Basis haben möchte. So bin ich dann eben auf den Reiseveranstalter gekommen, weil da im Hintergrund einfach alles dafür getan wird, dass der Reisegast einen unvergesslichen, reibungslosen Urlaub erleben darf. Daraufhin habe ich mich dann bei einigen Veranstaltern einfach mal beworben. Das ging alles total unkompliziert online. Da kann man einfach seine Bewerbungsunterlagen hochladen und dann ist das fertig. Wenn man dann seine Unterlagen alle hochgeladen hat, dann geht es meistens so weiter, dass man zu einem Online-Test eingeladen wird. Das ist jetzt nichts Wildes, da werden nur so ein paar Grundkenntnisse abgefragt. Zum Beispiel bei mir waren es meistens Geografiekenntnisse oder so ein gewisses Zahlenverständnis. Das Zahlenverständnis sollte man schon so ein bisschen mitbringen. Das ist ja immer noch eine kaufmännische Ausbildung. Man muss jetzt kein Mathe-Genie sein, aber so ein grundlegendes Zahlenverständnis, ja, ist schon hilfreich und wird auch vorausgesetzt. Ebenso wie Englischkenntnisse. Und wenn man dann den Online-Test erfolgreich hinter sich gebracht hat, wird man meistens zuerst zu einem Gruppengespräch eingeladen. Und in diesem Gruppengespräch möchte sich das Unternehmen halt erstmal einen ersten Eindruck von dir als Person verschaffen, ob du grundsätzlich ins Unternehmen passen könntest, wie du mit anderen zusammenarbeitest, ob du dich wirklich ernsthaft für die Ausbildung und fürs Unternehmen interessierst. Und wenn man dann das Gruppengespräch erfolgreich hinter sich gebracht hat, wird man nochmal zum Einzelgespräch eingeladen, was dann so ein bisschen wie das klassische Vorstellungsgespräch ist. Da wird einfach von beiden Seiten geschaut nochmal, ob es wirklich passt, weil so ein Bewerbungsprozess ist ja nicht nur fürs Unternehmen. Klar möchten die sehen, ob du ins Unternehmen passt. Aber genauso ist der Bewerbungsprozess auch für dich wichtig, damit du schauen kannst, ob du ins Unternehmen möchtest überhaupt, ob das von deiner Seite auch alles passt, ob das Arbeitsklima gut ist, ob du dir vorstellen kannst, da zu arbeiten. Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass das auch von deiner Seite passt, weil in den nächsten Jahren wirst du da so viel Zeit verbringen und du möchtest ja nicht dann jeden Morgen mit Bauchschmerzen aufstehen und zur Arbeit gehen, einfach weil es dir da nicht gefällt, weil das Klima blöd ist oder so. Ja, sowas kann man dann ganz gut beim Bewerbungsgespräch schon rausfinden, zum Beispiel indem man einfach, während man wartet, sich mal anschaut, was um einen herum passiert. Die Ausbildung zur Tourismuskauffrau bzw. zum Tourismuskaufmann ist eine duale Ausbildung. Das bedeutet, man lernt sowohl im Betrieb als auch in der Berufsschule. Bei uns ist es so,
dass wir 3 Tage die Woche im Betrieb lernen und 2 Tage die Woche geht man in die Berufsschule. Das geht so bis zum frühen Nachmittag der Unterricht und einen Tag davon müssen wir dann nachmittags nach der Schule noch ein paar Stunden im Betrieb arbeiten. In der Berufsschule hat man auch nicht so normale Fächer, wie man sie aus der Schule kennt. Abgesehen von Politik und einer Fremdsprache, das kann Englisch sein oder auch Spanisch. Diese Lernfelder sind meistens aus verschiedenen Themengebieten zusammengesetzt. Also es gibt zum Beispiel die kaufmännischen Lernfächer, wo man dann Buchführung macht oder Kosten-Leistungsrechnung. Es gibt auch noch die touristischen Lernfächer. Da lernt man dann zum Beispiel ja, Flugzeiten zu berechnen oder Geografie, kulturelle Besonderheiten eines Zielgebiets, also eines Landes oder einer Region. Innerhalb dieser Ausbildung wechselt man ungefähr alle 4 Monate die Abteilung, damit man einfach mal ja, eine Bandbreite des ganzen Unternehmens kennenlernt. Ich zum Beispiel bin gerade im Content Management. Das ist total spannend. Wir machen die Kataloge, wir produzieren die Kataloge, die ihr euch zum Beispiel im Reisebüro mitnehmen könnt und da drin stöbern könnt, wenn ihr Inspiration für den nächsten Urlaub sucht. Wir machen den Inhalt für unser Katalogportal im Internet, für unsere Webseiten. Und wir machen auch die Reiseunterlagen, also zum Beispiel Rundreisenverläufe, die der Kunde dann als Unterlagen bekommt, wenn er einen Urlaub bucht bei uns. Ja, die Aufgaben, die man als Azubi bekommt, sind natürlich auch je nach Abteilung, in der man gerade ist, total unterschiedlich. Ich war auch schon im Marketing. Da wird im Prinzip Werbung gemacht. Das Unternehmen wird beworben. Es wird zum Beispiel Radiowerbung gemacht. Es werden Aufsteller produziert, die dann die Kollegen in den Partnerreisebüros im Schaufenster aufstellen können, zum Beispiel. Es wird Plakatwerbung gemacht. Das kurze Projekt, was ich in dieser Abteilung hatte, war, dass ich von vorne bis hinten komplett eine Straßenbahnwerbung alleine betreuen und erstellen durfte. Das heißt, am Ende fuhr dann in Köln und ich glaube in Mülheim an der Ruhr jeweils eine Straßenbahn rum, die komplett von außen mit einer Werbung beklebt war, die ich erstellt habe und in Zusammenarbeit mit unserer Grafikabteilung im Haus produziert habe. Das war schon sehr cool. Es gibt während der Ausbildung natürlich auch so ein paar kleine Highlights. Eins davon ist, dass man einen Auslandsaufenthalt mitmachen kann. Einen 2-monatigen Auslandsaufenthalt in unserem unternehmenseigenen Hotel. Das ist das LTI Asterias auf Rhodos. Das ist ein 5-Sterne-Hotel. Und während dieses Auslandsaufenthalts hat man eben die Möglichkeit, auch mal die andere Seite der Tourismusbranche kennenzulernen. Also ein bisschen mehr das Gastgewerbe. Während der 2 Monate, die ihr da seid, arbeitet ihr nämlich in diesem Hotel mit. Ihr lernt zum Beispiel den Service kennen oder die Küche oder das Housekeeping zum Beispiel. Und da könnt ihr dann mal sehen, was die Arbeit, die ihr sonst ja eher verkauft und bewerbt in eurem Job als Tourismuskauffrau bzw. Kaufmann. Da seht ihr dann auch mal, was da so hinter steckt. Das andere Highlight während der Ausbildung ist auf jeden Fall die Inforeise, die Azubi-Inforeise. Das ist im Prinzip, fährt man eine Woche mit den Azubis in ein Zielgebiet und in diesem Zielgebiet lernt man dann die ganzen Leistungen kennen, die wir verkaufen und Produkte, die wir verkaufen. Also vorrangig natürlich Hotels. Man macht viele Hotelbesichtigungen, schaut sich an, wie die arbeiten, was sie so den Gästen bieten. Und man nimmt auch an Ausflügen teil, die wir verkaufen. Also zum Beispiel, ich war mit meinem Jahrgang letztes Jahr in Tunesien für eine Woche. Wir haben uns natürlich ganz viele Hotels angeguckt, klar. Aber wir haben auch an Ausflügen teilgenommen. Zum Beispiel haben wir eine Quad-Tour gemacht durchs tunesische Hinterland bzw. durch die Wüste. Das war schon sehr cool, mal zu sehen,
was wir da eigentlich die ganze Zeit verkaufen und produzieren. Also die Der Touristik gehört zur Rewe Group, die man ja sonst eher als Supermarktkette kennt, aber das ist quasi unsere Muttergesellschaft. Und als Der Touristik haben wir zwei Hauptstandorte, einmal hier in Frankfurt in Niederursel bzw. Heddernheim und einmal in Köln. An beiden Standorten wird aber genau dieselbe Ausbildung angeboten. Also wer wollte, könnte sich auch in Köln bewerben. Das ist die gleiche Ausbildung wie hier in Frankfurt. Wir haben als Der Touristik Group viele verschiedene Veranstaltermarken. Die bekannteste ist sicherlich Der Tour. Die hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört oder gesehen oder hat selbst Urlaub damit gemacht. Oder Meyers Weltreisen, ITS, Jahnreisen, ADAC-Reisen. Das sind alles verschiedene Veranstaltermarken, die aber alle zu uns als Der Touristik gehören. Die Der Touristik bietet Azubis super Konditionen. Nach Ablauf der Probezeit, die 4 Monate dauert, nämlich genau die gleichen wie vollwertigen Mitarbeitern. Das ist, glaube ich, wirklich selten. Das macht nicht jedes Unternehmen so. Wir arbeiten nämlich in Gleitzeit. Das bedeutet, natürlich müsst ihr euch mit den Kollegen in der Abteilung absprechen. Aber es gibt keine festen Arbeitszeiten in dem Sinn, solange ihr eure Stunden erbringt, die ihr erbringen müsst, könnt ihr anfangen, wann ihr möchtet. Es gibt 30 Tage Urlaub. Das ist sicherlich auch mehr als einige andere Unternehmen anbieten. Es gibt jedes Jahr Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Das ist mittlerweile, glaube ich, ziemlich selten geworden. Es gibt Mitarbeiterrabatt bei uns und durch die Rewe Group. Es gibt Expedientenangebote, auf die ihr zugreifen könnt. Das sind im Prinzip Reiserabatte, die nur Mitarbeiter der Reisebranche bekommen können. Es gibt bei uns in Frankfurt eine super Kantine, die ist wirklich total lecker und die wird vom Unternehmen bezuschusst. Das heißt, sie ist auch total günstig, auch mit Azubi-Gehalt. Die Besonderheit, wenn man sich für eine Bewerbung bei der Touristik interessiert, ist allerdings, dass man für den Ausbildungsberuf der Tourismuskaufleute Abitur braucht. Die Touristik bezahlt ihre Azubis übertariflich. Konkret heißt das, im ersten Ausbildungsjahr bekommt ihr bei uns ungefähr 635 Euro. Im zweiten Ausbildungsjahr gibt es ungefähr 725 Euro. Und im dritten und letzten Jahr bekommt ihr ungefähr 840 Euro. Das sind die Nettobeträge, das heißt, das ist das, was ihr wirklich auch ausbezahlt bekommt. Es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, sich nach der Ausbildung noch fortzubilden und weiterzubilden. Viele davon werden auch vom Unternehmen bezuschusst. Man kann zum Beispiel eine Weiterbildung zum Tourismusfachwirt machen. Oder man kann natürlich auch studieren nach der Ausbildung. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wie gesagt, das muss man dann individuell mit dem Unternehmen besprechen, was geht und was bezuschusst wird. Abschließend kann ich nur sagen, ich fühle mich bei der Touristik total wohl. Ich bin super froh, dass ich die Ausbildung da angefangen habe. Der Umgang unter den Kollegen ist total ungezwungen. Es duzen sich eigentlich alle. Es gibt keinen strikten Dresscode. Also natürlich sollte man jetzt nicht irgendwie in Jogginghose oder Crop Top zur Arbeit kommen. Aber einfach Jeans und ein schönes Oberteil reichen da vollkommen aus. Ich arbeite super gerne bei der Touristik. Ich bin total glücklich, auch diese Ausbildung zur Tourismuskauffrau gewählt zu haben, weil sie mir einfach Spaß macht, sie entspricht meinen Interessen, meinen Fähigkeiten. Und das möchte ich euch auch wirklich mit auf den Weg geben. Wenn ihr eins mitnehmt, dann, dass ihr euch eine Ausbildung sucht und euch für einen Ausbildungsberuf entscheidet, der euren Interessen entspricht, der euren Fähigkeiten entspricht. Dann ist nämlich die Chance, dass ihr nachher in eurem Job auch glücklich seid, sehr hoch. Ja, vielleicht treffe ich ja den ein oder anderen von euch bald bei der Touristik wieder.